Da meinte gerade meine Funktastatur nicht zu funken. Das gibt's ja wohl nicht. So, ja. Okay. Ich muss die Dinger hier aktivieren. Ich dran. Damit das Wasser oben abläuft. Ich dachte, das wäre nur so für den Pfad der Dunkelheit, aber das gilt wohl auch für den Pfad des Lichts. So, jetzt. Genau, jetzt nehme ich hier das Wasser raus. So. Da gibt es jetzt nochmal dick auf die Nase. Soll mich das? So. Hey, tut mir leid, wirklich. Aufgang schon wieder nicht gesehen. Wo war er? Hier. Er ist jetzt zu nah dran. Ich wollte mich da nur ein bisschen heilen. Mensch. Ja, da müssen wir doch durchrennen. So. Okay, also jetzt haben wir alle drei Schlüssel. Jetzt natürlich zwischen den Toren durch, sonst werden wir wieder wegteleportiert. Wer hat den blöden Schlüssel? So. Violett. Gelb. Grün. Blau. Rot, violett. So. Die hat mir letztes Mal nochmal den Rest gegeben, die blöde Kiste. Und da war nichts drin. Soll mich das jetzt? War ich das jetzt? Wir müssen schnellstens. Und jetzt mal durch. Wunderbar. So. Kurz überlegen, wo war die blöde Aufgabe? Ich glaube, die war links. Ah, ne.
Die war nicht links. Die war oben. So. Ich glaube, da war die. Diese ewige Rumrennerei. Ich habe gerade die Hand gewechselt. Da wir uns jetzt eine Stunde unsichtbar machen können, können wir jetzt zum Beispiel diesen Klau die Vase-Auftrag machen und so einen, wo wir Bilder klauen müssen. Da müssen wir nämlich in ein Schloss Seraphia rein. Da können wir uns jetzt so... Ach, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, können wir uns frei Haus bedienen? Dann penne ich halt hier, Mensch. Wenn jetzt hier Monster auftauchen, dann würde ich mich schon sehr wundern. So. Ihr habt den Test bestanden. Eine beachtliche Leistung. Wenige sind dabei so schnell wie ihr. Okay, und meine Berater wollen euch sehen und bla. Und hier gibt's Geld. Könnte nützlich sein. Armutslohn. So. Renn ich richtig? Ja, ich renn richtig. So, jetzt müssen wir noch auf die Evermon-Inseln. Das können wir nämlich jetzt erledigen. So, Stadtportal. Ah, erst gucken wir, welchen Tag wir haben. Montag. So, Montag haben wir. So. Die blöden Insel können wir nur sonntags erreichen. Egal von wo aus. Ist das nicht cool? Oh. Doof. Wie immer doof. So. Aber das heißt, wir können uns hier einfach per Stadtportal nach Sidest porten. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Geht das nicht? Doof. Geht wohl. So, sparen wir uns ein bisschen Weg und dann gehen wir hier nach unten. Also waren, glaube ich, eh die beiden weit weggelegensten Orte, wo ich mich weiter ausbilden lassen kann. Die beste Ausbildung des Landes. Okay, hervorragend. Hervorragend. Boah, schon wieder fehlt so ganz bisschen. Hervorragend. So. So. Großmeister der Luftmagie wäre nicht schlecht. Zumindest hält dann unsere Unsichtbarkeit besser, länger. So, und hier hatten wir irgendwie Speer nicht so weit weg. Und da waren wir sogar schon. So, Kette war in Orley. Und da können wir sogar Großmeister drin werden, wäre ja schon mal was, wenn wir erstmal Experte da drin werden. Sechster Sinn. Können wir auch noch höher werden. So, hier kann ich jetzt noch Geistesmagie zum Beispiel. Ja, wir heben uns die 5 Punkte einfach auf. So, was gibt's hier? Schild. Können wir jetzt auch Meister werden. So.
Okay, und welchen Tag haben wir jetzt? Mittwoch. So, dann können wir jetzt ja ein paar von den anderen lustigen Aufgaben erledigen. Einmal nach Irafia und in Irafia können wir uns bei der Königin Dame da einen Auftrag abholen oder hier ein Kopfgeldjagd für Geist. So, wir sollen ja diese Vase klauen in Tartania oder auch die beiden Bilder hier. Das heißt, ich mache mich, glaube ich, jetzt mal auf die Suche nach den beiden Bildern, die wir hier aus dem Schloss klauen können. Wir sind ja jetzt unsichtbar und sogar, glaube ich, noch mal 10 Minuten länger, weil ich jetzt gerade noch eins auf Luftmagie geskillt habe. So. Sieht nach einem guten Abenteuer aus. Oh, yay, ich kriege mir mein Bett voll. Yay. Ja, ich glaube, wir schauen uns erstmal so um. Kann ich die vielleicht so schon mitnehmen? Ich weiß nicht. Die sind bestimmt versteckt. Bestimmt nicht hier so einfach zu finden. Das war diese Abkürzung, die man nehmen kann. Hier ist dann irgendwo diese... Du darfst hier nicht lang, Grenze. Die ist hier. So. Was du nicht siehst, macht dich nicht heiß, ne? Gucken, ob es klappt. Speichern. Es klappt. Rollen. Wie lange haben wir noch Unsichtbarkeit? Noch eine Weile. Gold. Soll mich das jetzt... Das tat war weh? Ich das etwa? Könnte nützlich sein. Ist jetzt nichts total Tolles, aber... Ist ja schon mal ganz lustig, hier so... unsichtbar durch die Gegend zu eiern. Ach so. Warum sind die mir jetzt feindlich gesonnen? Okay, wann ist das passiert? Dass ich irgendwas aufgemacht habe oder was? Dass ich die Türe aufgemacht habe? Oder als ich da rangegangen bin an den Schrank? Also anscheinend, sobald ich irgendwas öffne, ist das mit der Unfeindlichkeit vorbei. Ist denn wenigstens irgendwas drin, was sich lohnt? Nö. Okay. Also, nichts öffnen. Nur aufheben. Was gibt denn da noch rum? Ich sehe überhaupt nichts. Ah, hier. Ist verschlossen. Wir brauchen den Schlüssel. Die ist verschlossen.
Blau, blau und Charisma. Ich glaube, das ist das Bild. Ich darf nur nichts öffnen. Dann ist alles okay. So, speichern. Was du nicht siehst, mach dich nicht aus. Hm. Okay. Elf Minuten noch. Sollten wir schnell raus. Wir brauchen den Schlüssel. Die Tür ist zu. Das ist ja doof. Das war doof. Okay. Ich mache mir jetzt einfach ab hier, weil ich weiß ja jetzt, wo ich hin muss. So. Blau, blau. Blau. Violett. So. Und nochmal. So. Das. Ich bin ein bisschen leise, weil ich schleiche mich ja hier durchs Schloss.
will ja nicht erwischt werden. Also, Türen sind tabu. Weil dann entdecken sie dich im Nu. So. Ansonsten lahmen wir uns hier nur in den Vorräten, das ist nicht so schlimm. So. Okay, ein Bild haben wir. Das ist es anscheinend nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? 54. Wir werden schneller hier. Schneller und gewitzter. Charisma braucht er jetzt nicht so wirklich, aber so. So, und dann haben wir alles geklaut. So, und jetzt können wir da mal reingehen. Laut Markham berichtete mir, dass ihr die neuen Herrscher von Harmondale seid. Willkommen im Hochadel. Nun, warum habt ihr um eine Audienz ersucht? Kriegsgefangene. Königin Caffrey neigt hoheitlich ihr Haupt. Ihr seid die Meute, die Lord Markhams unsinnigen Wettbewerb gewonnen hat. Ich höre, ich muss zugeben, ich habe euch nicht viel zugetan, bis der Zwergenkönig euch als rechtmäßigen Herrscher von Harmondale anerkannt hat. Ja, also ich denke mal, danach kann man hier überhaupt rein. Ihr müsst irgendwie seinen Respekt verdient haben, sonst würde er niemals mit euch zu tun haben wollen. Ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, was er in euch gesehen hat, aber vielleicht ist es doch etwas an euch. Wir werden sehen. Vielleicht könnt ihr etwas für mich erledigen, das mich dazu bewegen könnte, euch euren neuen Titel noch behalten zu lassen. Vor kurzem wurde ein sehr wertvoller Bevollmächtigter von mir im Tolleranischen Forst gefangen genommen. Und das nur, weil er seine Arbeit getan hat. Er wird in einer Höhle ein wenig außerhalb von Pierpont gefangen gehalten. Sein Name ist Lawrence Dean und sie drohen ihn damit, ihn zu exekutieren, falls bestimmte inakzeptable Bedingungen nicht innerhalb von 28 Tagen erfüllt werden. Bringt ihn mir vor dieser Zeit wieder und euer Lohn wird Respekt, Dankbarkeit und nicht zuletzt auch Gold sein. So. Die Aufgabe haben wir jetzt und das Pendant dazu bekommen wir in Tolleranischen Forest. So, einmal raus. So, und wir müssten eigentlich diese Bücher auf, diese
Bilderaufgabe jetzt erledigt haben. Ein Bild, zwei Bild, drei Bilder. Genau. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wo die war. Intertalia. Okay. Die haben wir auf jeden Fall jetzt auch erledigt. So. Und wir haben heute Mittwoch. So, diese Aufgabe, die können wir beide betrügen oder nicht. Ich weiß immer nicht genau, was das für eine Auswirkung hat. Ich werde da einfach nochmal nachgucken, was das für eine Auswirkung hat, wenn man die betrügt. Und wir sind gerade in der Raffia und haben Mittwoch. Mittwochs mit der Kutsche. Oder morgen? Ist egal, wir gehen jetzt. Da kommt, glaube ich, genau das Gleiche raus. Wir fahren jetzt mit der Kutsche. Wow. Mit der Kutsche nach Tartaglia. Und geben die Bilder ab. Und dann können wir uns ja in den Tolaranischen Forst teleportieren. Weil das muss jetzt innerhalb von 24 Tagen oder 28 Tagen passieren. So, dann nehmen wir jetzt die Kutsche und bringen die Bilder weg. So. Hallo, ihr wollt reisen? Es geht sofort los. Und da sollten wir ja auch noch was stibitzen. Nämlich die Vase. So. Ich weiß aber nicht mehr. Bei wem mussten wir denn die Bilder abliefern? Also hier ist dieser hässliche. Ich glaube, hier kriegen wir auch gleich dann die Aufgabe, die Viecher auszurotten. Aha. Ja, 50.000 Gold und Erfahrungspunkte ohne Ende. So, und jetzt sollten wir da noch rein. Und da was klauen. So. Achso, ja genau. Der will jetzt nichts mehr von uns wissen, weil er sagt, wir werden arme Säue und er wird uns nicht anerkennen und Bladi-blub-blub. So, aber wir wollen doch deine dumme Vase haben. Okay, schön. Wie soll ich die denn klauen? Muss ich mir die erkämpfen? Ach ja, Fragen über Fragen. So, ich speichere jetzt mal und dann gucke ich auch nochmal das mit dem, ob das mit dem Verraten schlimm ist, nach. Und dann sehen wir uns wieder. Tschüss!